Ah, wir können hier melden. Organa, bewegst du dann kurz zu mir? Ja, wir invaden. Und wenn wir das sonst zu zweit machen. Warte, wir können hier rüber gehen. Sie sieht es nicht. Du kannst dich jetzt hier vorne hinstellen und dann Dings hier hinwerfen. Du weißt jetzt, wo sie steht. Lauf dann, wo ich bin. Sie ist hier. Und drauf. Ist geflasht. wenn sie oben macht. Und da ganz raus. Die Vasallen sind erschienen. Aber der hätte doch nicht weit reingehen dürfen müssen. War seine Schuld. Muss jetzt alleine machen. Der wird nicht in Time da sein. Ja, der ist erst 1:30 in der Base zurück. Der braucht länger als 10 Sekunden, um dort wieder hinzukommen. Dafür haben wir eben Ari-Flash rausbekommen, das ist ziemlich gut. Und ihr habt wahrscheinlich auch einen Trank zu sich genommen. Nee, fast nicht. War schon alles absolut Max-Range, wenn ich jetzt hier nicht executen können, denke ich. Wäre sie eben nicht geflasht, hätte ich flashen können. Oh, sehr gut. In solchen Sachen kannst du ihn ruhig auto-attacken. Oh, hier unten, auf den Typen. Hatte oh. Das Akku Mitte. Kann ihn gleich töten. Beziehungsweise, wenn du ihm ankommst, kannst du ihn töten. Also es ist Abenteuer, wenn Gegner Stufe 2 werden. Wir müssen ein bisschen auf die Minions achten. Du siehst ja selber, wie viele Minions wir gemacht haben, wie viel Erfahrung wir haben. Das ist ein ganz guter Indikator. Trödelt nicht rum. Hingerichtet. Ja, außer eher schon im Jungle. Ja, hat sich geschafft. Auf Turnieren war es. Da stand runter, gell? In der Mitte. Immer noch Mitte. Ach, Thrash, bitte. Jetzt habe ich es auch verstanden. Brauchst du mich auto-tacken? Ich will nicht pushen. Darf, der geht jetzt auf mich. Wir müssen Minions greifen. Du darfst es nicht laufen. Hört ihn doch! Ah. Gosh. Also nimm dir jeden Kill, den du möchtest. Wirklich. Versuch alle zu bekommen. Das wäre ganz gut. Also hast du gerade gesehen, ich war zum Trash nicht mehr weggekommen, weil du den Black Shield schon draußen hattest, bevor es notwendig war. Und aus dem Grund habe ich die beiden 6 unserer Minions gefightet.
als zu laufen und alles von dem abzubekommen. Hopp. Achso, der Ranger, der hält's mit. Hopp. Ja, oder wenn er. Am besten, wenn er den Hook schon raus hat, oder? Also wenn er in die Falle macht. Und wenn er weiter zu sehr treffen wird. Kann sein, dass du dich selber gleich schilden musst. Gefährlich ist es eben, wenn er so im Busch drin ist und man keine Sicht drauf hat, dann kannst du eben sehr schwer dann Black Shield gezielt ansetzen. Aus von den Gegenständen. Er ist ein bisschen ahead, aber nicht allzu sehr. Black Shield. Oh. Achte ein bisschen auf den Minion. Jetzt kann er dich zum Beispiel richtig nehmen. Das Problem ist eben, wenn du deine Q random wirfst, hast du in den nächsten 10 Sekunden überhaupt nichts mehr, was du irgendwie offensiv oder defensiv machen kannst, außer einen Black Shield zu setzen. Genauso das gleiche wie wenn du als Blitzcrank einen Hook verfehlst, dann hast du eben überhaupt nichts, was du tun kannst. Also im Zweifelsfall lieber nichts werfen. Und dich freuen, dass der Gegner eben Angst hat, dass du was tun könntest. Wäre ganz gut, ja. Nein, du hast sie mir kaputt gemacht. Wir können unten drauf. Das ist in Ordnung. Wir haben ein Flash. Und ein Exhaust. Karim mit. Nee, ich glaube nicht. Wenn, ja, dann schlag ich nicht. Wenn schlag ich nicht da wäre. Ein bisschen tricky, weil ich ihn gar nicht so schlecht gegen Quinn ist. Wenn dich irgendjemand gehittet hat, dann würde sich dieser Schuss, dieses Snare-Dings auf dem Boden, was er macht. Hä? Nicht rum. Was ist das? Da ist ein Pink drin, können wir gerade nichts machen. Jetzt kannst du da hingehen, um den Pink zu ziehen. Wort reinstellen und machen. Denk an, Felsche.
auf dich gerichtet. Der Gegner wurde getötet. Du kannst dich selber in das Spektrum reinsetzen, wenn du relativ nah dran bist, und dann würdest du, während du neben dem stehst. Aber nicht jetzt. Besonders nicht, nachdem du das vielleicht nicht so random drauf hast. Aber du kannst jetzt vielleicht drauf gehen, weil ich auch da bin. Wenn du jetzt drauf bist, ich habe ja sehr viel Movement Speed. Und wenn du sie dann ultest, sind sie im Prinzip tot. Eventuell haben sie sich, das wäre dann weniger gut. Jetzt rein, ulten, ulten, ulten. Sehr gut, sehr gut. What? Ich meine, das ist okay. Raus, 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 laufen, laufen, laufen. Alles ist in Ordnung, er ist gestorben. Ja, das ist überhaupt nicht schlimm. Hauptsache, er ist tot. Ich wundere mich nur, dass meine Q verfehlt hat. Trödelt nicht rum. Auf gar keinen Fall. Sonias, nein. Entweder wenn du extrem ahead bist oder wenn du extrem behind bist. Aber selbst wenn du ahead bist, solltest du keine Sonias bauen, sondern irgendwelche Augengegenstände. Das Ding ist, wenn du ahead bist, kannst du immer auf Tank bauen, weil du immer noch den gleichen Schaden machst. Nicht, wenn du dich dabei nicht bewegen kannst, aber das kostet relativ viel Gold. Und die Karriere plus noch und ist dann schon wieder weg. Das ist süß, glaube ich, gerade. Wobei Botlane Farm schon gleich nicht stehen. Wave noch und dann kann ich dann wieder Base gehen. Ach, dafür läuft das doch nicht so, wenn du deine Spells rausknallst. So, wir gehen Base, du kannst mitgehen. Die dürfen dich höchstens alleine. Oder irgendwas mit Chaco. So würde ich jetzt, wenn sie hier abbrechen. Wie die Gegner. Michaels, Solaris, sowas in der Richtung. Habt an meinen Qualen teil. Ja. Mach das wohl. Ich mag den Slow generell. Oh. Ist draußen. Nicht rum. Ich werde mich noch rächen.
Ja. Obwohl er eigentlich keinen Heal hatten. Ich werde mich noch. Crit mehr wäre gerade ganz nett gewesen. Ein Crit mehr wäre von mir gerade ganz nett gewesen. Also ich habe keinen einzigen Crit rausgehauen. Das war das Problem. Ah, nö, Crit wird richtig toll, sobald ich ein bisschen mehr hab, dass es zuverlässig trifft. Kannst du mit der irgendwas machen? Bitte. Bin wieder Botlane. Habt an meinen Qualen teil. Wollte ich nicht wieder nehmen? Ne, hier vorne ist hier drin. Kannst du einmal reinlaufen und wieder auslaufen? Mein Feather Auto-Attack tritt das halt immer. Ah, nö, wenn du wusstest ja, dass der Gegner Sicht hatten. Hast du ja gesehen. Rachel, die einfach selber, bevor du solche Action machst, oder hör nicht auf meine Calls. Fühlt meinen Schmerz. Also das, was dabei schief gegangen ist, ist, dass du missplayed hast. Du musst davon ausgehen, dass du eventuell nicht jedes Spiel so krass behind bist. Wenn du krass behind bist, ist es nur so eine Sache. Ist hier nicht einfach so krass behind, dass du eben nicht tanky bist. Normalerweise ist man dich nicht tot. Nicht schnell genug. Du bist ja auch nicht das einzige Ziel, was reingeht. Wenn du eben, wie stehst du? Mein 2-5. Platz ihm relativ flott. Wie bitte? Ich glaube, das Wichtigste, was du eben brauchst, wenn du Diamantwert möglichst oder besser aufhört, die Fehler auf den Kranik generell zu schieben, sondern gucken, was du daran besser machen kannst. Eben nicht das Berühmte, das ist ja so unfair, sondern wie kann ich das besser machen? Auf dem Weg, auf dem Weg. Auf ihn, auf ihn, auf ihn, auf ihn. Ging mir nicht gut. Ja. Das hat auch gepasst. Ich kann noch kurz was fahren, dann geht ja auch Base. Ich bin wieder ziemlich drin im Spiel. Ich werde selbst fliegen, gleich mal 1 gegen 1 legen können.
Wäre okay. Aber frag mich, wenn Support-Items nicht allzu sehr, da kenne ich momentan nicht ganz so gut aus. Verbündeter wurde getötet. Taco fast tot. Nö. Nee, du hast eigentlich nur gepastet, deswegen. Ich hab. Ich will keine Damage-Items. Außerdem bist du dafür da, um vernünftig zu supporten und nicht da, um selbst Hardcore-mäßig zu carryen. Das Ding ist eben, wenn du ahead bist und auf kinkige Sachen bauen kannst, hast du immer noch die gleichen Gegenstände und gleiche Stats wie vorher, aber ein erhöhtes Level. Und aber mehr als der Gegner. Das heißt, ich glaube es nicht dadurch, dass du einmal misplaced. Aber wenn du aber Schaden baust und du bist dann ein bisschen auf 50%, dann gibst du. Ich würde jetzt trotzdem ziemlich viel Schaden haben können. Jobbt, würde ich mal sagen. Wie bitte? Gut, Job. Was? Euer Team hat einen Turm zerstört. Ich habe ja gesagt, ich kann das fighten. Passt nicht. Ich habe 1 gegen 2. Wissen wir? Wir können Battle Blam, ja. Danke fürs Glück, dass du runterkommst. Ah. Was jetzt, Baby? So, ich hab grad 3000 Gold. Ich werd also gern gleich mal treffen gehen. Als freundlicher Support kannst du das dem Team mal kurz schreiben, damit die Bescheid wissen. Und auch backping, dass man am besten rausgeht. Okay. Taco kann Ult mehr. Einfach raus. Oh, gutes Binding. Fuck, ja, das war so cool. Das hätte nicht so cool sein müssen. Aber Instant Klingel und Endlichkeit fertig. Jetzt wird's ihm lustig, mit 70% Crit-Chance, dann magst du Crit plötzlich wieder. Braucht man auf Quinn kein Ghost? Ah, Rengar! Rengar! Das war so schön am Anfang. Und so hässlich zum Schluss. Ja. 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 Sie werden leiden. Von Warwick Ulti nicht, aber von ganz vielen CC-Effekten. Ich glaube noch nie. Ich glaube auch nicht. Von Warwick Ulti befreit ich glaube von USS und gar nichts. Michael hat auch immer den gleichen Effekt wie Clans. Der geht uns aber nicht ab, den hol ich mir. Oh, warte, Drachen können wir auch weichen. Wir sind muted. Nee, die Drachen können wir auch nicht Clans, nämlich Michael.
So, ich geh Botlane. Ja. Ah, never mind. Die hab ich schon geschafft. Ja, brauchen. Wobei? Gesicht. Bisschen ranlaufen und üben. Wer die. Aber Vladi bitte tanken. Ich will nicht tanzen müssen. Ja, gut, lauf einfach. Pass, 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 nicht ran, nicht ran, nicht ran. Ja, die Mitze kommt klar. Ein großer Mitzer. Ja, und Lux. Lux. Wenn man sie supportet. Oh, den hol ich mir. Einer tote Stand der Baron. Sehr gut gemacht, Rengar. Immer auf den Wechsel auf Quinn. Danke, das war ein bisschen. Du magst es schwer. Zoom kommt mit Lane und sagt: Don't take my knee. Das Wechsel hast du falsch auf dich drauf gehauen. Das hast du beim Kimbo Kills 5 Sekunden vorher benutzt, dann ist der Kuchen echt nicht recht. Da wird es fast 25%. Ich bin auf dem Weg, ich brauche aber ein bisschen. Ich muss darauf achten, jetzt zu öffnen, hab denn was. Das ist aber gerade ganz gut, wie es läuft. Der Zug kriegt eben oben Sachen. Ja, das ist das jetzt drin. Ja. Gut, wenn ich nicht reingegangen hätte, hätte ich dir mit dem nächsten Auto-Attack umgelegt. Dachte, dass du mit drauf kannst. Du bist sowieso mehr wert als ich gerade. Ich kann aber noch mal probieren. Oh Gott. Nein, alles gut. Oh, die lassen ihn einfach in den Nick pushen. Ja. Aber.
Statue zerstört. Du solltest zum Baron gehen, nicht zum Drake, und dort einmal für sich sorgen. Ah, das macht jetzt so gerade. Gut, bleib in der Mitte, ich komm da raus. Los, Lopa. Das ist richtig, sind da alle. Ja, dann nicht fighten. Ich werde mich noch rächen. Nicht wirklich, nein. Sick ist wäre eine Möglichkeit, ja. Ein ZZ-Portal wäre vielleicht auch nicht schlecht gegen die. ZZ-Portal oder wie das heißt, oder Kommando-Banner. Weil die Probleme dann haben. Nö, haben die gleichen Effekte? Ja, es ist beides Aegis. Na, sag das mal, Ari, keine Ruhe, keine Lebenspunkte mehr. Gib mir Vision. Ist schon mehr, denke ich. Geh Botlane. Team muss Toplane. Einfach Botlane. Ist schon mehr, denke ich, hier schon Wort. Egal. Ein rotes Trinket ab. War die Frage. Deswegen habe ich es gerade wiederholt. Ein rotes Trinket. Keine Ahnung, irgendwie die anderen haben sonst Probleme. Nicht so schnell! Weg da! Jetzt ab zum Baron laufen. Lebe der Meeresdrache. Da gibt es ja die ganze Regeneration nebenbei. Direkt anfangen. So, und jetzt gehen wir auf der Base. Der gegnerische Inhibitor hat sich aufgebaut. Jetzt meinen Qualen teilen.
Ich werde mich. Ja, es geht ja darum, dass du die richtigen Tasten drückst. Das tust du ja auch immer wieder auf die gleichen Keys. Fühlt meinen Schmerz. Klingt aber, als hätte ich zu viel geübt. Das ist das. Aber das Vladimir. Ja. Ja. Ich hasse nur, man hat ihn keine Kontakt. Ja, scheiße.